Hallo zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Linux Enigma 2 Image auf euren Sonio Spark Triple flasht. Dazu benötigt ihr als allererstes einen USB-Stick, den wir in FAT32 formatieren. Dazu langt die Schnellformatierung. Nachdem das Ganze dann fertig ist, stellen wir auf dem USB-Stick einmal einen neuen Ordner mit dem Namen Enigma 2. So, jetzt kommen wir zum Image. Ja, das müsst ihr euch natürlich als erstes erstmal runterladen, wo ihr das machen könnt. Link kommt in die Videobeschreibung rein. Nachdem ihr euch das dann runtergeladen habt, entpacken wir das Ganze einmal. Wieder mit 7-Zip oder was ihr da eben halt für ein Programm benutzt. Dann kopieren wir die beiden Dateien, die eben entpackt worden sind, einmal in den neuen erstellten Enigma 2 Ordner auf den USB-Stick. Das dauert jetzt einen ganz kleinen Augenblick. So, nachdem das nun fertig ist, dann auch auf den Nachlauf eures USB-Sticks arbeiten, dass er auch fertig mit der Kopie ist. Und ja, jetzt braucht ihr den USB-Stick einfach nur noch aufzuwerfen. Oder sicher entfernen, je nachdem, wie das bei euch heißt. Und die nächsten Schritte erfolgen jetzt schon am Receiver. Jetzt geht's hier am ausgeschalteten Receiver weiter. Als erstes müsstet ihr den vorbereitenden USB-Stick anschließen, und zwar an den hinteren USB-Port. Danach müsst ihr die OK-Taste gedrückt halten und dann den Receiver hinten am Netzschalter einschalten. So lange gedrückt halten, bis hier Force oder FORC steht. Dann drückt er die P-Taste einmal, dass hier ENIG steht für Enigma, damit der Bootloader umgestellt wird zum Flashen des Enigma Image und nachher zum Laden des Image. Und dann einmal mit OK bestätigen. So, jetzt ist das Ganze fertig. Wenn jetzt hier Boot steht, den Receiver wieder hinten am Netzschalter ausschalten. Jetzt wieder die OK-Taste gedrückt halten, wieder anmachen. Dann die V+-Taste einmal drücken und nochmal drücken. Jetzt wird das Image geflasht, was man auch gleich sehen wird. So, das Ganze wird jetzt ein bisschen dauern. Einen kleinen Augenblick, der Receiver startet dann wieder selbstständig. So, jetzt ist der Receiver im Endspurt. Und das Flashen müsste gleich abgeschlossen sein. Jetzt startet der Receiver neu. Jetzt
Der ganze Flash-Vorgang hat jetzt ungefähr 3-4 Minuten gedauert. 4 Minuten, wenn man jetzt auch an Display sehen kann. So, jetzt wird OpenATV geladen. Also das Enigma-Image. So, der Flash-Vorgang ist jetzt abgeschlossen. Ihr könnt eure Einstellungen am Receiver vornehmen. Gut, im nächsten Tutorial zeige ich dann, wie die Grundeinstellungen hier vorgenommen werden. Ich bedanke mich soweit erstmal fürs Zuschauen und dann viel Spaß beim Nachmachen.